Der Herbst zeigt sich in seinen schönsten Farben. Jetzt, wenn das Wasser früh am Morgen dampft, weil es immer noch wärmer ist als die Luft, genau jetzt hat jeder Raubfischangler sehr gute Chancen auf einen kapitalen Fang. In einer Vielzahl von großen Naturgewässern ist mit einer sehr guten Hecht- und Barschpopulation zu rechnen. Und genau auf diese Fische hatten wir es abgesehen. Geschleppt mit richtig großen Gummifischen auf Hecht und mit dem Zocker auf Barsch. Und 40. Oh. Eigentlich sollte das mit Sport heute genug sein, aber das wird es heute auf jeden Fall nicht sein, weil heute geht es auf den großen Natursee raus. Herbst, Raubfischzeit, Großfischzeit. Und gerade hier in Schleswig-Holstein haben wir die Schleswig-Holsteiner Seenplatten. Da ist immer mit großen Fischen zu rechnen, aber da ist Muskelkraft gefordert. Hier wird nämlich gerudert, hier sind Motorboote verboten. Darum habe ich mich schon mal einmal kurz warm gemacht. Gleich geht's raus. Mission Hecht und Barsch. Wir sind hier, wie gesagt, an diesem Natursee und wollen versuchen, schöne große Hechte zu fangen. Und vor allem die Barsche zu finden, also richtig schön mit dem Zocker zu beangeln. Das ist das, was heute auf dem Plan steht. Natürlich geht alles schief, wie es immer so ist. Man bereitet sich gut vor. Ich glaube, wir müssen eher die Richtung. Man bereitet sich immer schön gut vor und Echolot ist neu und man hat sich die Tiefenkarten vorher angeguckt. Was ist Echolot? Muck drum. Ja, die Tiefenkarten ist auch so, naja, schwer zu sehen. Aber wir haben jetzt schon mal eine Runde geschleppt auf Hecht, haben aber noch keine richtigen Signale gehabt. Eben haben wir gerade jetzt ganz tief hier bei fast 30 Metern schon mal die ersten Barschsignale gesehen und dann erst die Barschruten fertig gemacht, das ist natürlich auch verkehrt. Da muss man dann gleich runter. Jetzt kommen wir schon die ersten kleinen Signale wieder bei 28 Metern. Aber wir wollen uns jetzt nicht an jedem kleinen Signal festhalten. Erstmal gucken, obwohl es geht ein bisschen mehr ab hier mit den Signalen gerade. Mal schauen. Endlich hat es gerappelt. Und Julio beim Schleppen, ne? Ja. Reingekommen. Er kommt, er schwimmt entgegen. Jetzt fängt er an zu toben. Da kommt Och. Er. Schöner. Oh, das ist schon mal ein Hecht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein amtlicher Hecht. Jo, Petri. Vielen Dank. Erster Esox. Erster Esox. Ja, knapper 70er. Naja, nicht ganz. 60 bis 70. Ja, schön. Petri. Petri, Dank. Naturdekor. Wie viel Gramm hast du drauf? 40. 40, ja, sauber. Ich mache mit meinen erstmal weiter, mal gucken. 40 Gramm ist er losgegangen. Schön. Na ja, mal gucken, was da noch passiert. Alright. Alright, ein Barsch. Das hat ja nicht mal geklappt. Der zweite vernünftige Barsch, endlich. Na, lang suchen. Aber cool. Wir haben jetzt, glaube ich, einen Spot gefunden. Hoffentlich.
beim Barsche zocken kommt auch mal ein Hecht daher. Die Barsche wollen noch nicht so wirklich, aber der kleine Hecht, der hat schon mal Hunger gehabt. Naja, ich bin entschneidert. Hehe. Ich bin ein Barsch zu sein. Bisher hatten wir auf dem Beifänger noch gar nichts. Mal sehen, wo er diesmal drauf gebissen hat. Vielleicht auf deine Dorschmontage. Ich glaube, ja. Da ist die Auswahl nicht so groß. Oder ist doch ein Hecht. Ja, schöner Barsch. Alter. Naja, das ist ein richtiger schöner. Bisschen quer, aber trotzdem ein tolles Tier. Jetzt haben wir richtiges. Yes. Mit Dorschmontage. Ja, Juju hat hier eine kleine Dorschmontage montiert. Der hat so Tobi hat gelacht. Dorschgummi drauf, aber naja. Aber zündet. Der Erfolg gibt ihm recht, ne? Ja. Petri, Mensch. Petri, Dank. Gezockt. Gezockt. Durch die fallenden Temperaturen formieren sich die Fische zu großen Trupps und sind zumeist grundnah anzutreffen. Darüber hinaus ist auch bei den Barschen jetzt Kräftesparen angesagt und aus diesem Grund sind die Tiere auch standorttreuer als im Sommer und lassen sich dementsprechend gut beangeln. Erster Doppeldrill, Barsch und Hecht beim Zocken. Yeah! So soll's sein. Ja, das Angeln nimmt richtig Fahrt gerade auf. Wir haben jetzt schon ein Hecht geschleppt und wir haben schon zwei Hechte, ne? Waren das, glaube ich? Zwei Hechte auf dem Zocker und jede Menge kleine Barsche jetzt auf dem Zocker. Also das ist schon mal ganz erfreulich. Und unsere Strategie ist auch aufgegangen. Wir haben uns vorher hier schon mal eine Unterwasserseekarte schon mal besorgt, haben geguckt, wo sind Unterwasserstrukturen. Sind diese Unterwasserstrukturen in erster Linie erstmal abgerudert mit geschleppten Ködern? Und wenn wir dann schöne grundnahe Bewegungen auf dem Echolot gesehen haben an Fischen, dann sind wir davon ausgegangen, das sind Barsche und die haben wir dann auch befischt. Jetzt sind wir an so einem Punkt angelangt, da haben wir eigentlich eine ganz gute Fischweite, allerdings sind da relativ viele kleine. Da müssen wir mal gucken, was wir jetzt auch noch machen können, ob wir da vielleicht mit einer anderen Strategie vielleicht zum nächsten größeren Fisch kommen. Und ich drehe mal einmal die Kamera, Juju hat schon wieder gerade einen Drill. Nee, das sieht nur so aus. Es ist leider keiner gewesen. Es war nur das Ende der Strecke. Ich werde jetzt so einen etwas schwereren Zocker ranmachen, weil es doch recht tief hier ist. Und eine halbe Ewigkeit dauert, bis man unten ist. Ich habe jetzt 30 Gramm drauf. Jetzt mache ich so einen Klassiker drauf, den jeder kennt. Moment. Das älteste Modell, aber immer wieder fängig. Jo. Unser Angeltag ist leider vorbei. Leider ist es bei den Barschen und bei den drei Hechten geblieben. Aber trotzdem war es ein schöner Tag und wir haben den Finger mal wieder auf den Puls gelegt. Es ist noch nicht ganz so weit, wie ich es gedacht hatte. Also die Barsche stehen zwar schon grundnah, sind aber noch recht versprengt. Also die richtig heiße Phase, die geht erst jetzt richtig los. Ich denke mal so Anfang November. Und von daher bin ich zuversichtlich, ich komme bestimmt noch mal wieder. Und dann wieder schön mit dem Zocker auf Barsch, schleppen auf Hecht. Und vor allem was für die Figur tun, ein bisschen Sport. Na, weil man muss hier eben halt auch paddeln und hat Spaß gebracht. Bis dann, tschüss. Das heißt nicht paddeln, sondern rudern, wie man sieht. Ist ja ein Ruderboot, kein Kanu. Oder Paddelboot. Ihr dachtet, der Beitrag ist schon zu Ende? Falsch gedacht. Ich bin wieder zu Hause und nach dem Angeln geht es natürlich an die Analyse. Ihr habt gesehen, wir haben sehr gut mit den Zocker gefangen.
Die Zeit war noch nicht so weit, dass die Barsche so komprimiert standen, dass man auch die großen bekommen hatte. Hat trotzdem Spaß gebracht und war auch relativ kurzweilig und erfolgreich. Das Schleppen hingegen war nicht so erfolgreich gewesen und da hatten wir nur einen einzigen Fisch bekommen, wobei wir insgesamt 5 richtig gute Bisse hatten. Julio hatte mit seinen, ja, das ist ein vergleichbar großes Modell hier, dieser Cupito 6, mit diesem 15, 16 cm Gummi hatte Julio den einzigen Biss, den er auch bekommen hatte, geschleppt, auch gleich umsetzen können. Ich hatte hier mit meinem Fox-Gummi, mit dem ich hier geschleppt hatte, das hier schon fast 30 cm lang ist, 4 richtig vehemente Bisse bekommen und keiner hing. Da muss man natürlich optimieren. Also ich sag mal, hätte ich jetzt jeden geschleppten Biss auch verwirklicht, dann wäre das ein super erfolgreicher Angeltag geworden. So war das ein sehr guter Angeltag, aber war nicht super erfolgreich. Hier sieht man schön natürlich den Größenvergleich von diesen Gummis. Also der Gummi, mit dem Julio geschleppt hatte, der ist hier also ein Drittel kleiner als meiner, auch wenn das nicht der ist, den Julio drauf hatte, aber ist von der Größe her der gleiche. Wenn da der Hecht natürlich dann zubeißt und ihn einfaltet, dann sitzt eigentlich der Haken immer. Entweder so, wenn er ihn so faltet, dann der Kopfdrilling, der sitzt immer. Bei solch einem großen Köder natürlich, wenn da jetzt der Hecht bis meinetwegen nicht optimalerweise von der Seite kommt, dass er den Gummi so einklappt, dann fast hier kein Haken mehr. Dann ist zwar hier vorne der Kopfdrilling noch, aber ihr seht selbst, da ist schon ein ganzes Stück Gummi im Maul. Da musst du erstmal fassen. Hier hat der Hecht natürlich bleibende Erinnerungen hinterlassen. Und man kann schön sehen, hier vorne im Kopfbereich, da ist ein Fehlbiss gewesen, da hat er voll zugeschnappt. Wenn wir weiter nach hinten gehen an dem Gummi, dann sehen wir hier im Mittelbereich unterhalb des Gummis auch kräftige Zahnabdrücke. Das fühlt sich weiter so fort, also hier hinten auch, da hätte fast gehangen, hier hinten bei dem mittleren Drilling. Da auch eine kleine Abdrücke hier drauf. Und ganz hinten am Schwanz sieht man auch noch einen ganz deutlichen Bissabdruck. Dieses große Gummi war also nicht richtig mit Haken bestückt. Ich hatte hier 4er Drillingshaken genommen, 2 Stück. Und diesen 6-0er Haupthaken. Das war für diese Größe Gummi war das zu wenig. Darum habe ich jetzt für unsere nächste Tour natürlich optimiert. Ich habe jetzt das gleiche Gummi nochmal. Und zwar habe ich jetzt einfach nur die Stinger optimiert. Jetzt wird auf jeden Fall die Fehlbissquote minimiert sein. Und auch die vorsichtigen Beißer werden wir jetzt so ans Band bekommen. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier ein etwas leichteres Köpfchen dran. Das liegt ganz einfach daran, wir haben jetzt übermorgen schon unseren nächsten Ausgang auf Hecht und Barsch wieder in Planung. Das ist aber dann ein Gewässer, wo Schleppen leider nicht erlaubt ist. Da werden wir dann geworfen unsere großen Köder auf Hecht anbieten. Da geht es dann weiter und dann auch mit dieser optimierten Montage. Also ganz wichtig, nach dem Angeln immer noch mal gucken, was könnte man beim nächsten Mal besser machen und dann auch so noch mehr Erfolg beim Angeln haben.